Morgen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir melden uns aus Hamburg. Da kannst du jetzt zwar nicht das kurz Zähne putzen, aber wie ihr vielleicht aus Instagram und Snapchat mitbekommen habt, sind wir nach Hamburg gereist. Und ja, wir sind gestern Abend angekommen, sind in unserem Hotel eingecheckt und jetzt ist auch schon unser zweiter Tag. Wir sind so hungrig, also heute wird ein besonderer Vlog. Erstens mal ist heute Valentinstag und zweitens haben wir was ganz Besonderes vor heute im Vlog. Aber das werde ich euch jetzt noch nicht verraten. Bleibt einfach dran. Hallo. Peace. Bleibt einfach dran. Wir gehen jetzt erstmal frühstücken und danach verrate ich euch, warum es heute besonders wird. Schaut mal, Leute. Wieder ganz gesund unterwegs. Irgendwie zu Hause. Ja, genau wie daheim. Außer der Hakan hat sich jetzt einen Klecks Marmelade gegönnt. Ich glaube, ich werde das aber nicht essen. Ich habe es nur genommen, weil ich dachte, es gibt nichts anderes. Naja, also wir essen jetzt erstmal. Tu nicht so. Also, wir waren jetzt frühstücken und haben uns dafür entschieden, uns nochmal ins Bett zu legen. Ich bin so kaputt. Und noch eine Runde Nickerchen zu machen. Aber wie gesagt, bleibt dran, denn wir haben was richtig Cooles heute vor. So Leute, also kommen wir zum spannenden Teil, was ich euch versprochen habe. Und zwar spielen wir heute Wer ist König? Also einer von uns beiden darf heute den ganzen Tag lang König spielen und dem anderen befehlen, was er machen muss. Also wir müssen uns quasi bedienen. Ja, und hier stehen jetzt zwei Namen. Hakan darf jetzt einen ziehen und denjenigen, wo du gezogen hast, der ist der König. Ich hoffe, ich bin für heute so ein Dienstag. Trommelwirbel! Ich bin Königin! Ich bin Königin! Da steht Hakan. Nein, ich, da steht da, ich hab's gesehen. Oh Mann, egal, das passt eh zum Valentinstag, das ist der Valentinstag-Geschenk. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, sind wir in Fitnessmontur. Wir gehen hier auch trainieren. Wir lassen unser Fitnesstraining nicht aus, weil wir wollen ja bis zum Sommer einen richtig durchtrainierten Körper. Und da dürfen wir selbst im Urlaub nicht schwänzen. Also bleibt dran und seht, wie Hakan mich den ganzen Tag lang bedient. Hakan, nimm Wasser mit. Das bin ich normalerweise immer derjenige, der das macht. Frag mich bis zum Aufzug. Nein. Du bist mein Diener heute. Alter, ich kotze gleich, mach das nie im Training. Das ist heute sehr witzig. Wasser mit. Du nimmst den nächsten Aufzug. Ich muss nicht mehr weiter. So, also ich bin jetzt schon mal unten. Warten wir jetzt mal auf den Hakan. Das ist so scheiße. So Leute, also wir gehen jetzt trainieren, deswegen machen wir einen kurzen Spielstopp und machen nach dem Training wieder weiter mit dem Königsein. Mach mir die Tür auf. Ah, komm, Königin. Königin. Gib mir einen Schluck Wasser. Okay, komm her, Königin. Vorsichtig, aber. Hey. Was bist du für eine manierlose Königin? Mach mal 10 Hampelmänner. Geh im Aufzug, okay? Hey, geh im Aufzug. So Leute, wir sind jetzt endlich losgegangen. Es ist jetzt mittlerweile halb zwei. Ist doch eigentlich ganz okay, oder? Ja, ist ganz okay. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier an die Alster kommen, oder? Heißt doch so. Da soll es richtig schön sein zum Spazieren gehen und vielleicht finden wir da ja auch was zum Essen. Weil so langsam habe ich schon Hunger. Und wir dürfen nicht vergessen, Hakan ist heute mein Diener. Also lasst euch überraschen, was ich heute alles mit dem Hakan vorhabe. This is how it's gonna go. We're driving so fast, we're keeping it so langsam juckt meine Nase. Ich glaube, die muss gekratzt werden. Schön! Hey, du hast meine ganze Schminke verschmiert.
Aus dir wird kein guter Diener. Komm. Das geht schön da. Okay. Okay. War schön. Nee, der ist durchgefallen. Dafür wird der jetzt den ganzen Tag bestraft ohne Witz. So Leute, also ich lasse jetzt den Hakan von dort ganz hinten bis hier vorne auf einem Bein hüpfen. Und los! Jawoll! Ah! War schnell! Nicht, dass du runterfällst! Oh, geschafft! Oh. Beintraining hinter uns! Bist du schlechter König? Can you see me? König, friss. Königin. Du bist friss. Sprich mit mir in einem anderen Ton, sonst gibt's Schepperle. Ein Schepperle. Schaut mal, es gab so gratis Kosmetik, weil heute Valentinstag ist. Tu das mal in meine Tasche. Alles, was du früher selber gemacht hast. Oder was ich zu dir jetzt sagen würde, lässt du mich jetzt machen. Aber natürlich. Hakan muss das Tablett tragen. Gut machst du das. Boah, ist das schwer. Echt? Alter. Wohin? Oh ja, ich hab schon. Oh, wir haben kein Besteck. Gehst du schnell holen? Schon klar. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So Leute, also wir haben jetzt Hamburg in ein paar Stunden richtig erfolgreich erkundet. Wir sind um die ganze Innenstadt gelaufen, am Hafen waren wir jetzt und meine Hände sind eingefroren, aber es war echt ein erfolgreicher Tag. Jetzt gehen wir ins Hotelzimmer, weil uns erwartet heute nämlich was richtig Tolles. Und zwar gehen wir zum Musical von König der Löwen. Ja, wir haben es nicht mehr weit zum Hotel, dann ist es gleich. Endlich im Hotelzimmer angekommen und jetzt geht unser schönes Spiel natürlich weiter. Ich muss mich hier ausziehen. Ihr seht, ich habe noch Schuhe an und Mantel. Und jetzt darf der Hakan wieder an die Arbeit. Na. Einmal Schuhe ausziehen, bitte. Deine Füße stinken. Ja, klar. Hey, meine Socken sind zerrissen. Das macht nichts. Komm, auf geht's. Also in dem Tempo wird das Fall nichts. Wir wollen Fall noch zu der Vorstellung gehen. Stinkt. Oh, stinkt das. Oh, jetzt. Ja. Schön aufhängen. Aufhängen. Aufhänger, wie gesagt. Halt's Maul. Küss meine Hand. An die Stirn. Nochmal. Nochmal. Geh weg, König. So meine Lieben, wir haben uns jetzt blitzschnell fertig gemacht und sitzen auch schon im Auto auf dem Weg zum Musical. Musical-y. Also, Hakan sagt immer Musical statt Musical. Also laut Navi sind wir in 16 Minuten da. Ich bin schon so wahnsinnig aufgeregt und ich bin echt gespannt, was uns erwartet und wie es sein wird. Ich und Hakan sind ja Fans von König der Löwen. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen auf unserer Afrika-Reise. Haben wir immer nur davon geschwärmt. Und es geht schon ein kleiner Traum in Erfüllung, endlich das Musical von König der Löwen zu sehen, weil wir uns das beide so sehr gewünscht haben. Ja, ich glaube, dort werden wir nicht filmen können, aber ich versuche mal heimlich vielleicht in den Pausen oder keine Ahnung, falls es sowas geben wird, mein Feedback zu geben. Ich meine Tasche. Naja Leute, also wir gehen jetzt rein und wir sehen uns dann einfach so in 2 Stunden wieder. Bis dann. So Leute, wir sind wieder zurück im Hotelzimmer. Es ist schon so spät. Ich bin echt froh, dass wir zurück sind. Wir sind fix und fertig. Meine Füße sind eingefroren. Meine Knie tun weh von der Kälte. Also im Winter irgendwo im Urlaub zu machen, das macht keinen Spaß. Ja, das muss warm sein. Ja, es ist so anstrengend.
Aber wir haben echt viel erkundet und viel erlebt heute. Deswegen beenden wir dieses Video auch. Wir sind fix und fertig und schlafen jetzt einfach nur. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr nochmal so ein Video sehen wollt, wo einer von uns König ist, dann schreibt doch einfach in die Kommentare Hashtag König. Und es wird eine zweite Runde geben. Da wo ich König bin. Vielleicht auch nicht. Und ansonsten sehen wir uns wieder, wenn wir zurück zu Hause sind. Bis dann. Tschüss.